Sehr geehrte Medienvertreter, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz. Wie Sie sehen, das Thema der heutigen Pressekonferenz ist das Referendum über den Bozner Flugplatz. Ich werde Ihnen gleich sagen, wer welches Thema da vorbringen wird. Stefan Zelger, unser Landessekretär, wird die Position der Südtiroler Freiheit darlegen. Sven Knoll, unser Fraktionssprecher, wird unsere Plakataktion vorstellen. Miriam Aztamerle wird Ihnen über die Informationskampagnen und Informationsabende viel mehr berichten und über die Informationsstände. Und Bernhard Zimmerhofer wird weitere verschiedene Werbemaßnahmen vorstellen. Ich gebe jetzt das Wort an Stefan Zelger. Danke, Christian. Schönen guten Morgen. Wir aus Südtiroler Freiheit sagen, Südtirol braucht keinen Regionalflughafen. Wir gehen sogar noch weiter. Wir sagen, Südtirol wird mit diesem neuen Konzept, über das heute genau in 2 Monaten abgestimmt wird, auch keinen funktionierenden Flughafen bekommen. Mehrere Gründe führen uns zu dieser Tatsache. Zum einen die Erreichbarkeit. Die Befürworter des Flughafens argumentieren ja immer sehr gerne, dass Südtirol nicht erreichbar wäre. Wenn man sich allein die Zahlen anschaut, dann spricht das ein ganz anderes Bild. Wir haben eine Rekordsaison nach der nächsten im Tourismus. Wir hatten im letzten Jahr die beste Sommersaison aller Zeiten. Wenn man sich die Tourismusdichte anschaut, so haben wir eine der höchsten Dichten von ganz Europa. Also das Märchen von der Unerreichbarkeit ist nicht haltbar. Hinzu kommt, dass mit Fertigstellung des Brennerbasistunnels in einigen Jahren es möglich sein wird, in 45 Minuten von Innsbruck nach Bozen zu kommen und unter 2 Stunden von München nach Bozen. Wir haben in unmittelbarer Nähe, in 1 Autostunde von unserem Land entfernt, einen Flughafen in Verona, der in den nächsten Jahren um 136 Millionen Euro ausgebaut wird. Um 136 Millionen. Wir haben einen gut funktionierenden Flughafen in Innsbruck, der auch je nachdem, wo man wohnt, in kürzester Zeit zu erreichen ist. Und deshalb sind wir der Überzeugung, dass sich dieser Flughafen hier in Bozen niemals rentieren wird. Wenn man sich die Entfernung der Hauptflughäfen ins Zentrum der Städte anschaut, dann sieht man auch, dass man auch da mindestens 1 Stunde fahren muss. Wenn Sie in München Franz Josef Strauß aussteigen, dann steigen Sie auch nicht am Marienplatz aus. Da fahren Sie auch mindestens 1 Stunde, bis Sie im Zentrum sind. Von London Stansted, dem größten Flughafen in Europa, brauchen Sie auch mindestens 1,5 Stunden, bis Sie im Zentrum sind. Ich hätte niemals gehört, dass in München jemand verlangt hätte, den Flughafen ins Zentrum zu verlegen. Es ist sehr interessant, dass Herr Johann Frank, der von der Vienna Consulting, der dieses Konzept ja ausgearbeitet hat und es den Landtagsabgeordneten präsentiert hat, gefragt wurde, ob es denn in Österreich denkbar wäre, innerhalb so eines Einzugsgebiets wie Bozen, jetzt gemessen an Innsbruck und Verona, ob es denkbar wäre, in Österreich so einen Flughafen aufzubauen. Und er hat ganz klar gesagt, nein, das wäre nicht denkbar. Wir sagen deshalb nein zu dieser Geldverschwendung. Es wird ja gerne gesagt, dass der Flughafen in den nächsten Jahren nur 2,5 Millionen pro Jahr kosten würde. Aber das ist halt nur die halbe Wahrheit. In Wirklichkeit plant die Handelskammer, die gleiche Summe ebenfalls beizusteuern. Und die Handelskammer ist ja auch keine private Gesellschaft, sondern eine öffentliche Institution, die auch zum Teil mit Steuergeld finanziert wird. Und was die Befürworter sehr gerne verschweigen, ist ja auch, dass die ABD, die Betreibergesellschaft, ja auch keine private Gesellschaft ist, sondern zu 100% eine Gesellschaft des Landes. Das heißt, für jeden Verlust, den dieser Flughafen schreiben wird, wird im Endeffekt der Steuerzahler aufkommen. Und der kann sich bei bis zu 80 Millionen Euro bewegen. Von 2,5 Millionen ist hier nichts um. Und auch mit diesem Einzugsgebiet, das hier kalkuliert wird, wird sich dieser Flughafen niemals rentieren. Die Planer der Studie rechnen mit einem Einzugsgebiet von 1 Million Gästen. Also Sie wissen selber, Südtirol hat 500.000 Einwohner, knapp 500.000. Rechnet man die Alten und die ganz Jungen weg, da kommen wir noch auf ungefähr 350.000. Und Sie rechnen hier mit 1 Million potenziellen Gästen. Gleichzeitig wird argumentiert, dass jemand, der in Südtirol Urlaub machen will, nicht in Bozen und damit nicht in Innsbruck und damit in Österreich landen werde, weil er ja nach Italien will. Aber man nimmt an, dass eine sehr große Zahl Österreicher zu uns kommen würde. Also Sie sehen,
In diesem Konzept gibt es einige sehr gravierende Mängel. Sehr gravierende Mängel, was auch die Prioritäten betrifft. In diesem neuen Konzept werden vor allem die Hubs als oberste Priorität angepriesen, also die Zubringerdienste zu den großen Flughäfen. Und hier nennt das Konzept in absteigender Priorität Rom, Wien, London und Amsterdam. Alles Flughäfen, die schon jetzt von Rom aus, von hier aus mit dem Zug leicht zu erreichen sind. Es fahren 4 Frecce-Züge jeden Tag nach Rom. Von Innsbruck aus kann man mehrmals am Tag nach Wien fliegen und von Verona aus sogar mit den Billigfliegern Ryanair und EasyJet mehrmals am Tag nach London. Also auch mit diesen Prioritäten wird sich der Flughafen niemals rentieren. Wir sagen aber nicht nur Nein zur Geldverschwendung, sondern auch Nein zur Umweltbelastung. Man darf nicht vergessen, dass der Bozner Talkessel, das Unterland und das Überetsch schon heute sehr belastete Gebiete sind. Hier leben knapp 40% der gesamten Bevölkerung Südtirols. Entlang der Autobahn werden die Grenzwerte ständig überschritten. Auch wenn die Befürworter argumentieren, dass nur 1% mehr Umweltbelastung zu erwarten wäre, so ist 1% von sehr viel immer noch viel. Nicht zu vergessen der Lärm. Die Befürworter behaupten gerne, dass es im Schnitt nur 5 Flüge am Tag geben werde. Das ist richtig, das ist ein Schnitt. Aber Sie wissen, wie es mit dem Schnitt ist. Den Kopf im Ofen, den Fuß im Kühlschrank, aber im Schnitt ist es sehr angenehm. In den Hochzeiten werden bis zu alle 10 Minuten ein Flugzeug starten und landen mit der entsprechenden Lärmbelastung für die Anwohner. Am 12. Juni wird darüber abgestimmt, ob dieser Flughafen noch eine Chance von 5 Jahren bekommen soll. Wenn in 5 Jahren die geplanten Zahlen nicht erreicht werden, dann will das Land aussteigen. So heißt es jedenfalls. Wenn wir uns aber die Vergangenheit anschauen, dann muss man feststellen, dass sich die Politik in 5 Jahren meistens nicht mehr dafür interessiert, was sie vorher gesagt hat. In 5 Jahren haben wir einen neuen Landtag, in 5 Jahren haben wir eine neue Landesregierung und vielleicht haben wir in 5 Jahren sogar einen neuen Landeshauptmann. Was in 5 Jahren ist, das interessiert heute niemanden. Dankeschön, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Die Vorredner haben es bereits gesagt, es gibt am 12. Juni dieses Referendum, wo es darum geht, dass die Bevölkerung darüber entscheiden muss und soll, ob weiter öffentliches Steuergeld in diesen Flughafen gesteckt werden soll oder nicht. Wir starten deswegen heute mit unserer Kampagne, die wir heute hier vorstellen. Es ist zum einen diese Aufklärungskampagne, wo Ihnen später meine Kollegin Miriam Arzt-Dammerle noch etwas zu sagen wird, mit Informationsabenden. Es ist aber auch eine landesweite Plakataktion. Und zwar dieses Plakat, das Sie hier sehen, dieses Großwandplakat, wird 2 Wochen lang zunächst einmal an allen öffentlichen Bushaltestellen, wo diese Plakatflächen vorgesehen sind, aufgehängt. In der Folge dann, wenn die Plakatwände für das Referendum angebracht werden, auch in den einzelnen Gemeinden. Mit diesem Plakat wollen wir ausdrücken, worum es eigentlich geht, nämlich die Geldverschwendung stoppen. Nicht umsonst befindet sich hier dieser brennende 500-Euro-Schein im Sturzflug auf die Landebahn, weil genau das ist, was in den letzten Jahren am Südtiroler Flughafen in Bozen passiert ist. Es wurden Unsummen, Millionen von Steuergeldern verbrannt, vernichtet für einen Flughafen, der ein reines Imageprojekt des Altlandeshauptmannes war, der Landesregierung war, einer Landesregierung, die auch jetzt dieses Projekt übernimmt und nicht den Mut hat zu sagen, dass diese Geldverschwendung endlich einmal ein Ende finden muss. Wir haben aufgezeigt, dass dieses Projekt, dieser Plan, den die Landesregierung für den Flughafen jetzt ausgearbeitet hat, im Grunde genommen nichts ändert, auch wieder nicht einen funktionierenden Flughafen bringen wird, auch die viel zitierte Erreichbarkeit, die in Südtirol immer gefordert wird, nicht bringen wird und deswegen eine weitere Geldverbrennung in Südtirol sein wird. Und wir sind der Meinung, wenn nicht die Landesregierung, wenn nicht die Politik der SVP den Mut hat, diese Geldverschwendung zu stoppen, dann müssen es eben die Bürger tun. Deswegen wollen wir mit dieser Plakataktion Aufmerksamkeit erregen, die Bevölkerung auf diesen Missstand aufmerksam machen und die Bevölkerung dahingehend sensibilisieren, dass sie am 12. Juni ein ganz klares Nein zu dieser Geldverschwendung sagt. Denn wenn in unserem Land, in vielen anderen Bereichen, kein Geld mehr da ist, denken wir nur an die Diskussion um die Bezirkskrankenhäuser, dann müssen wir uns die Frage stellen, mit welcher Rechtfertigung wir für ein solches Projekt noch weitere Steuergelder verschwenden sollen und dürfen und deswegen ein klares Nein zum Flugplatz in Bozen. Danke.
Unter dem Motto Nein zum Flughafen tourt die Südtiroler Freiheit jetzt für einige Wochen durch das Land, um die Bevölkerung eben über die Folgen des Ja und über die Folgen des Nein bei diesem Referendum aufzuklären. In verschiedenen Informationsabenden, die wir dann in allen Bezirken Südtirols abhalten, sowie auch Informationsständen, die wir eben in den nächsten Wochen in den Fußgängerzonen in verschiedenen Gemeinden abhalten werden, werden wir eben die verschiedenen Informationen an die Bürger direkt hinbringen, damit sie eben informiert sind, worüber sie am 12. Juni abstimmen. Unser Fokus liegt natürlich in Bezug auf die Schwächen, was dieses Konzept beinhalten. Wir werden eben im Burggrafenamt, im Unterland, im Überetsch und im Bustertal eben Informationsveranstaltungen abhalten und eben auch in verschiedenen Fußgängerzonen in den Gemeinden unterwegs sein. Das ist uns wichtig, dass eben die Bevölkerung aufgeklärt wird, was hier dieses Konzept, was hier eben vorgelegt wurde, beinhaltet. Und vor allem, was die Schwächen dafür sind, was danach eben die Bevölkerung bzw. das Land Südtirol tragen muss. Das Hauptaugenmerk bzw. der Blickfang von diesen Informationsabenden und Veranstaltungen ist eben unser Spiel, unser Flughafen-Flugplatz-Spiel Nein zum Flughafen Bozen, das Arno-Air-Spiel. Und dabei geht es eben darum, wer es schafft, hier diesen Piloten eben von Arno-Air abzuschießen, sozusagen ihn nach Hause zu schicken. Der kann dann am Ende unserer Tour an einem Gewinnspiel teilnehmen und wir verlosen eine Kurzreise und die startet natürlich vom Flughafen von Innsbruck aus. Ja, sehr geehrte Medienvertreter, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, zu den vielen genannten Initiativen kommen natürlich noch Initiativen im Internet dazu. Internet und andere Medien natürlich. Wir haben auf unserer Homepage südtirolerfreiheit.com/flugplatz sämtliche Argumente gegen diesen Flughafen und für diesen Flughafen integriert. Zusätzlich sind noch Informationen über die gebrochenen Versprechen, die in Bezug auf den Flughafen gemacht wurden. Dann haben wir natürlich in den sozialen Medien sind wir sehr präsent, zum Beispiel auf Facebook. Und natürlich sind wir in sämtlichen Bezirkszeitungen des Landes vertreten. Da schalten wir Inserate, wie zum Beispiel in der Bustertaler Zeitung oder im Finchka. Ja, so Sie sehen, wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut, uns hier gegen dieses Monsterflughafen auszusprechen. Dankeschön. Letzten Endes haben wir auch unsere Gemeinderäte mobilisiert. Unsere knapp 45 Gemeinderäte haben in ihren Gemeinden Beschlussanträge eingebracht, wo sie den jeweiligen Gemeinderat auffordern, sich klar gegen den Ausbau des Flughafens auszusprechen, der Bevölkerung ein Nein zu empfehlen und sich für den Ausbau der Verbindungen nach Innsbruck und Verona auszusprechen. Wir wollen auch durch unsere Gemeinderäte, durch unser Netzwerk, das wir in all den Jahren aufgebaut haben, dieses Netzwerk dazu nutzen, um eine möglichst breite und eine möglichst gut informierte Diskussion vom Zaum zu brechen. Vielen Dank, Stefan Zelger, unser Landessekretär. Man merkt, er hat sich sehr gut eingearbeitet in die Materie und er ist wirklich unser Experte in diesem Bereich. Danke auch an die drei Landtagsabgeordneten und nun haben Sie, falls Sie es nicht schon getan haben, die Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen. Danke für Ihr Kommen.